Meine Damen und Herren, auch heute heisst es wieder herzlich willkommen. Ein stiller Anfang, warum das? Weil wir wieder mal mit seiner Schiesserei anfangen. Und die sieht so aus. Okay, hier! So. Schnell tauchen, schnell, schnell, schnell. Und schon wieder gestorben. Eieiei. So, was ist denn da los? Es ist wieder mal morgen. Und wir sind mal wieder in einer Schiesserei. Also schlechter Weg, hä? Was ist das für ein Scheiß da am Schluss? Echt? Wie schwer ist das Spiel geworden? Wahnsinn. Nein, schon wieder ein.
soll die Scheiße her? Wie schwer ist das geworden? Wirklich krass. Und da merken wir mal wieder, wie feig dass wir sind. Wirklich. Und Söldner hatte doch eine Panzerfrau. Wo ist die Panzerfrau? Die haben wir jetzt geholt, ja. Nein! So, da hinten habe ich Zeit. Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Oh, das ist gar nicht so flach, sie. Sehe ich das lieber, wenn es am Morgen oder am Anfang von der Sendung gerade so hektisch losgeht. Wirklich. Ja, ich glaube, wir behalten mal Panzerfaust an. Und somit, eben, wie vorher schon gesagt, heißt das einfach, ich komme an LP. Was zählt die schöne Welt da? Entweder das nervös oder zu unfähig. Ich weiß es nicht genau, wie man das kann. Bring auf. Hey, 10 Minuten sterben, was soll die Scheiße echt, ey? Oh.
lass den verdammten Truck loswerden! So. Ja, das ist gut. Ich versteck mich hier oben. Da erwischen sie mich. Ich bin. Sowieso! Ah! Hey. Und die Freiheit, Arschloch. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, ich danke für die Hilfe. Schön ist das. Komm hier rüber. So ruhig auf deiner Insel. Ja, bitte. Warte mal kurz. Ruhe still. So. Sehr professionell, haben wir gesehen. Hey, Sally. Ich bin noch nie froh, dich jetzt da zu sehen. Heftig. Ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut. Ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh, eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gekriegt. Ich weiß. Whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Scheiß auf Rafe. Hey. Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Hm? Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte?
und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist. Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Na, ich glaube auch. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da. Ja, ab und zu ist es schwer, zum Sachen einfach gehen lassen. Ist es weit? Nicht wirklich. Und so ist es Leben. Durch diese Hafen. Was, wenn Shoreline am Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Hier lang. Da ist es. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das sind Averys Fallen. Hey, das heißt, die haben sich selbst in die Luft. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja? Naja, ich bin von da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Der Wauke würde ich mal behaupten, hä? Huh? So, also ich komme langsam wieder zur Ruhe, so nach dem... Nach dem krassen Start wieder. Ach, komm. Ja, das zweite ist einfach. Komm, los. Hey, braucht ihr Hilfe? Hey, nein, danke. Wir schaffen's. Jemand einen Ausweg? Mal schauen, Sally. Also, da oben können wir durch. Da, schau jetzt da. Hey Leute, hier durch. Krasses Städtli da, hä? Kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch so weit. Hey, wir schauen mal da rein. Was haben wir denn da? Wow, das Beinli. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Kramet? Also, es sieht nicht schlecht aus.
keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil hier ziehen. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Das war eine gute Idee, hä? Ich habe eine Idee. Nathan, hilfst du mir mal? Ah. Schlau. Also nehmen wir mal das Stückchen Holz da. Mit auf den Weg. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Geschafft! Okay, wir sind soweit. Klar bei euch. Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Oh, Scheiße. Ah. Los, spring schnell. Ja. Gott. Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein. Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen hab. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Stur. Und er folgt am Schatz. Er wird sich noch umbringen. Der Ruf des Goldes. Na komm. Quasi. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Sam. Ich will ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Wahnsinn. Schau mal, das alles auch. Nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Ah, cool. Ich kann mal schauen da. Hey, damit kommen wir über die Mauer. Komm schon! Warte, komm. Fertig! Moment, ich hab's. Okay. Okay, siehst du? Das wird dich halten. Nate, los. Ich hab's. Los! Mist. Hopp. Gott verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit.
Nate, nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Many eyes. Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Genau. Ich liebe dich. Ich dich auch, Cowboy. So, dann würde ich sagen, ist das der Zeitpunkt, wo wir das Eingang retten? Meines Bruders Hüter. Ja, wie krass, wie krass. Aber da sieht man mal, wie Gold und Schatzsuche süchtig kann machen. Ich sag's euch, das ist im wahren Leben nicht anders. Im wahren Leben nicht anders, sage ich euch. Hey, was ist das? Fußspuren. Sam! Ja, verdammt! Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Mal zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Es war einfach ein Sieg, Nathan. Morgen werde ich über all das lachen. So. Schaut euch das mal wieder an. Wunderschön, hä? Da tun noch ein paar Schiffli aufgesunken. Aussicht ist, ey. Dann weiß ich ja nicht. So, und dann schaut, dass wir die nächste Folge wieder, also die Folge wieder mitten im Kampf fertig machen. Warte mal. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Komm schon, wo ist der hin? Damit wir die nächste Folge nicht wieder mit dem Fight müssen anfangen, würde ich mal sagen, hey, schön bist du dabei gewesen heute und gib mir doch ein Like, gib mir ein Abo und ja, sei wieder mit dabei, wenn es heisst, komm mal LP mit Uncharted 4. In dem Sinn, ich kann jetzt arbeiten, du vielleicht auch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.